Herbst ist der Höhepunkt unseres Winzerjahres. Auf diesen einen Moment arbeiten wir das ganze Jahr über hin. Danach richtet sich die ganze Arbeit, die wir im Jahr so leisten, aus. Ganz einfach, um im Zusammenspiel natürlich mit der Natur, von der wir ja sehr abhängig sind, ein Optimum aus unseren Weinbergslagen, aus unseren Trauben an Qualität herauszuholen. Deshalb ist es auch vollkommen zeitunabhängig im Herbst. Da geht es auch schon mal sehr früh los oder kann sehr früh losgehen. Dann muss man sich natürlich auch nach der Witterung richten. Wenn es beispielsweise an einem Tag regnet, muss die ganze Planung mal kurzfristig über den Haufen geworfen werden. Denn letzten Endes wollen wir unsere Trauben im optimalen Reifezustand und auch in der optimalen Qualität ernten. Mein Name ist Klaus Marx. Ich bin seit 1989 mit dem Ende meiner Ausbildung hier bei uns im Weingut Marx in Weinheim tätig. Unser Weingut ist kein alter traditioneller Betrieb, sondern ich bin eigentlich erst die zweite Generation in unserem Weingut. Mein Vater hat den Betrieb Mitte der 60er Jahre erst gegründet und dann auch aufgebaut. Als ich dann 1989 in den Betrieb eingestiegen bin, haben wir über viele Jahre das Weingut gemeinsam geführt, bevor ich es dann vor ungefähr 20 Jahren letzten Endes alleine übernommen habe, wobei mein Vater auch bis heute noch mitarbeitet in unserem Weingut. Unser gemeinsames Ziel war es schon immer, fruchtige, spritzige und leichte Weine zu produzieren, die sie für unsere Weinheimer Böden und Lagen so typisch sind. Denn Wein ist unsere Leidenschaft und diese Leidenschaft möchte ich mit jedem einzelnen Tropfen weitergeben. Für mich ist Winzer der schönste Beruf, den ich mir überhaupt nur vorstellen kann. Denn egal wie viel Arbeit und Mühe es bedeutet, das Jahr über die Weinberge zu pflegen und natürlich auch viel Freude es macht, mit der Natur zu arbeiten, so ist es doch ein wunderschönes Gefühl, wenn am Ende des Jahres ein guter Wein im Keller liegt.